wieso kauft man da nochmal hin, oder was? Ja, klar, du kriegst irgendwas um diese scheiß Wände zu zerstören. Sehr fein. Nein, nicht Schaden hinzugefügt bekommen. Schaden verteilen, merk es dir. Zack. Zack. Aber dann hast du zum Erzählen. Mensch, Orientierung wie eine Bockwurst, aber funktioniert trotzdem jetzt mal wieder. Back in the jail. Back in my life. Oh! Schalt dir mal deinen Speer wieder ein. Ich spiel die erstmal auf wieder mit dem Kraft. Zack. Ja, und er hat mal richtig gesessen. Na ha 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 Hat ich getroffen? Natürlich nicht. Wo bist du? Da. And I will beat your ass. Zack. Oh, du Pennersohn. Das machen die mit Absicht, nur um mich zu ärgern. Zack. Oh, 300. Das ist auf jeden Fall so schon mal eine Hausnummer. Quasi wie beachtlich bei den Briten. Mhm. Bei den Briten. Briten. Oh, zu früh losgelassen. Natürlich. Daneben gebrochen. Ja, aber geschickt. Ich hab nur kurze Arme, du wirst trotzdem vorbei. Asama! Penner. Voll in den Arsch geworfen. So. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Also entweder eine Tür oder irgendein der Gitter, ich weiß es nicht genau. Oh! Sollen wir totlachen? Also, das ist ein Schwachen, der mit dem Double Gitter abschießt. Hat er immer. Hier klingelt. Ja. Aber auch nicht an der Tür. Zack! Hahaha! Du Kacknoob, Alter. Hab ich dir voll gegeben. Klingelt jetzt auch nochmal an der Tür. This could be an escape. We did it! We're in Tarofeld. Tarofeld. The other castle looks the same as the other. Yeah. That's right.
Rat. Werden wir dann quasi beim nächsten Mal absuchen. Weil ich diese vielleicht nur jetzt hier auch abwerten kann, weil ich nicht sperren muss. Oh, jetzt schon zugerammelt hier. Oh, we've got the Moto. Ja, die Moto, genau. Die Moto hat hier gerade. Ja. NN, oh, mit reich gedeckten Tisch, mit reich gedeckten niemand da. Ui, na, Kollege Pennersohn. Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaosturm noch aus Terrorfels. Richtig, ich bin aus Groß-Ostheim. Groß-Ostheim, was für ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Snowfla. Ja, natürlich, schon tausendmal gehört. Kennst du meinen Sieg über Alphons? Keine Ahnung. Dann kennst du mich als großen Rennfahrer. Bahnhof Pizza? Wie ich den Gorilla bezwang? Gorilla? Nun, ist überflüssig zu sagen, aber ich war schon überall und habe schon alles getan. Ob der jetzt die Welt mal rennen soll, bist du ja niemand mit Kletter. Nun habe ich mich mit meiner Frau Rosi hier in Terrorfeld niedergelassen. Hören die ganzen Gehören diese ganze Rüstung dir? Ja, ich handle damit. Verkaufe Waren, die ich in all den Jahren erstanden habe. Man kann davon leben, aber das Geschäft geht zurück. Ach, so wie man hier unser Hirn quasi. Ja. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nach Chaosturm gehen. Warum bist du nicht auch schon dort? Warum sollte ich? Dies ist meine Heimat. Gehöre hierher. Scheint in Ordnung zu sein, aber du bist schlecht ausgerüstet. Lass mich dich einkleiden. Kann ich dir helfen? Ja, lass mich einkleiden, natürlich gegen Geld. Ja. Was haben wir denn hier Feines? Ein Silberhalsband, ein Ritterhelm, eine Neonweste, eine Drachenklaue. Ja, wollen wir uns das mal holen? Hol dir irgendwas davon. Nur eins, alles oder? Brauchst du nicht, wir finden so gleich wieder Sachen. Also für den Köter brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das wollte man auch. Wer weiß, vielleicht müssen wir gleich wieder Zutaten kaufen, die sind wichtiger, ne? Ja, das stimmt allerdings. Nimm diese prächtige Waffe als Geschenk von mir an. Ich fand sie. Oh, ja. Ich fand sie vor langer Zeit im Dschungel auf dem Plateau. Geil ist es, nur eine Donnergranate. We've got it! Didn't. Oh ja, nur eine. Oh baby, she's got it. Ich hab da mal eben von 30 auf 200 hoch. Ja, die rockt die Scheiße fett, diese Bazooka. Und wie ich es euch sage, ich schattere würde. Ah, so. Hallo, da bin ich schon wieder. Hi, ich bin's. Du hast genug Honig? Das glaube ich auch jetzt wohl nicht. Also, das glaube ich ja jetzt wohl nicht, wa? Ah, zwei Tropfen Honig gefunden. Ja, new made video is recorded. Oh, Mensch, du bist aber schnell hierher gesprungen. Hallo Kai. Oh ja. Schön dich wiederzusehen. Ja, mach das ja gleich. Schön mich wiederzusehen. Ich treffe gleich zwei Geschäfte in die Maus. Das zahlt sich aus. Möchtest du übernachten? Oh, geht nicht wieder voll. Das Zimmer kostet. Wir bleiben. Of course we do. Voll gewesen. Ja. Aber im Kopf. Achso, du wolltest jetzt einfach nur mal so aus. Trotz Pen, ja. Hättest doch nur speichern sollen. Ja, hätte ich machen können. So then, we did it. Ja, auf Wiedersehen. Mit diesem wunderschönen Bild verabschieden wir uns. Für den heutigen Tag aber nur. Ja. Und wir uns gerne
California. Hank Moody. Hank Moody in seiner Paraderolle bei Californication beobachten. Die dritte und zurzeit neueste Staffel werden wir uns jetzt amüsieren und uns totlachen über gestigen Mimiken und neue Abenteuer. Ja. Von daher. Was ihr so macht, ist uns eigentlich vollkommen Knorke. Vollkommen Latte, wollte ich sagen. Ja, eben drum, weil wir haben unseren Spaß, was ihr macht. Naja. Die einen unalieren, die anderen zocken, die anderen bumsen, aber Mensch. Wir schauen uns den stilartigen, besonders stylischen, würde ich natürlich sagen, Hank Moody an. Auf Wiedersehen, c'est la vie, euer Kai. Und leckt uns. Und leckt uns, ne? An besagten Stellen. Auf Wiedersehen. Die Nase braucht auch nicht nass sein. Nee.